Ich heiße Andreas Krolik, ich bin 45 Jahre alt und arbeite im Restaurant La Fleur am Palmgarten in Frankfurt. Ja, das hat mich auf jeden Fall beeinflusst, besonders die großen Gärten, die wir, in denen wir das ganze Gemüse, Obst etc. angebaut haben. Dort habe ich als Kind schon gelernt, wann was Saison hat, habe den perfekten Reifezustand kennengelernt und vor allem den Urgeschmack von unverfälschten Produkten. Und das gleiche gilt für unsere Tiere. Wir haben einige Schweine gehalten, 70 Hühner, hatten dadurch natürlich auch viele Eier, die wir nicht alle selbst verbrauchen konnten. Es gab gar nicht so den großen Chef in meiner Vergangenheit, während meiner gesamten Karriere. Ich bin eher so ein bisschen quer eingestiegen, hatte meine Ausbildung in einer einfachen, gutbürgerlichen Küche gemacht, aber wir haben aber sehr handwerklich geprägt, wir haben alles selbst gemacht. Aber es war einfach weit weg von Sternen, Punkten etc. Und das war eine sehr, sehr gute Basis für mich. Mein Chef in der Ausbildung zum Beispiel war gelernter Metzgermeister, also gelernter Metzger und Metzgermeister, ebenso Bäckermeister und eben auch Küchenmeister. Und so haben wir alles, was an Backwerk oder manchmal auch Wurst selbst gemacht. Wir haben die ganze Rehe oder auch mal einen Hirsch oder ein Wildschwein bekommen, was ich dann auch schon zerlegen musste. Und das hat mich sehr geprägt. Und eine zweite Station, die sehr prägend war, war der Tigerpalast 1998. Das war eigentlich meine einzige Station mit einem Michelin-Stern. Und ansonsten war sehr viel Learning by Doing. Unser Restaurant, ja, man kann sehen, also wunderschön gestaltet, liegt mitten im grünen Herzen Frankfurts, dem Palmgarten. Super ruhig gelegen. Unser Restaurant hat eine Größe von ca. 45 Plätzen im à la carte Betrieb. Wir können auch exklusiv das Restaurant mit schönen Tafeln stellen für bis zu 70, 75 Personen. Und in der Küche sind 10 Chefs inklusive mir beschäftigt und im Service sind 7 Mitarbeiter für die Gäste im Frontbereich tätig, inklusive Sommelier und Restaurantleiter und natürlich noch einige andere helfende Hände wie unsere Spüler und Backoffice-Mitarbeiter, die unglaublich wichtig für uns sind, weil sonst könnten wir unsere Arbeit auch nicht so machen, wie wir sie jetzt umsetzen können. Ja, unser Weinkeller, der ist auch großartig bestückt, weil sowohl unsere Sommeliers als auch unser Geschäftsführer, der Robert Mangold, sehr große Weinfreunde sind, hauptsächlich mit Schwerpunkten Deutschland, Frankreich und auch einige Spitzen Sachen aus Italien und Frankreich und das sind in etwa 1000 Positionen, die wir in unserem Weinkeller führen. Erfolg ist nicht, sind nicht ausschließlich diese Auszeichnungen. Die Auszeichnungen sind eine schöne Bestätigung für unsere tägliche Arbeit und für das, was wir tun und auch für die Mitarbeiter natürlich eine schöne Bestätigung. Aber Erfolg bedeutet in erster Linie für mich, dass wir ein sehr gut gebuchtes Restaurant haben, dass wir hochzufriedene und begeisternde Gäste haben, die zu uns kommen und begeistert das Restaurant wieder verlassen und uns weiterempfehlen und natürlich am liebsten auch wieder besuchen.